So, Freunde, der nächste Akt um die SLR. Eigentlich könnte ich sie fast zusammenbauen, weil die Räder sind inzwischen da. Machen wir bestimmt noch in diesem Video. Aber vorher wollte ich mal den Lenker abmachen, ins Lenkkopflager gucken, da mal ein bisschen nachfetten, den Lenker mal ein bisschen polieren, damit dieser ganze Rost hier weg ist. Und vielleicht mal gucken, dass man da nicht gleich, dass es eigentlich gleich schlecht wird, wenn man dann da drauf sitzt. Man will das Ding ja dann auch wieder fahren wollen, auch mit Freude fahren wollen. Und wenn man dann so drauf sitzt und sieht nur Rost, dann passiert das ja nicht. Willkommen bei Sams Channel. Und was ich mit den Blinkern machen soll, weiß ich auch noch nicht. Da warte ich eigentlich noch Input. Oh, da wohnt auch jemand. Na komm doch raus. Wie kann man denn so lang sein? Alles voll mit Viehzeug. Junk. Aber auch noch viel Fett drin, also eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Lenkerenden. Keine Ahnung. Hier gibt's keine. Da werden wir wohl eine neue brauchen. Okay, festgerostet. Es gibt nicht viel, wo man nicht in die greift. So, jetzt holen wir erstmal das Viehzeug da überall raus. Hier hat sich offensichtlich irgendein Wespenvieh eingenistet. Das ist ja kein Spinnennest mehr, oder? Ach doch, genau. Lasst euer Moderat nicht draußen stehen. Verkauft, wenn ihr es nicht braucht. Verschenkt, wenn ihr es nicht braucht. Aber lasst es nicht vergammeln. Das ist so schade. Und es passiert so viel und so viele schlimme Dinge. Aufwischen. So, jetzt föhne ich erstmal mit Kontaktspray diese ganzen Schalter rein. Und hoffe, dass sie das überleben oder überlebt haben, diese Tortur die ganze Zeit. So. Andere Seite auch. Eigentlich müsste man den Kabelbaum komplett ausbauen und reinigen, aber ich habe keine Lust mehr jetzt. Ich muss damit jetzt fertig werden. Aber dank meiner schönen Erfrischungstücher geht das auch so ganz gut. So, der Teil des Kabelbaums hier noch. RD09C, VTMRD09C. Jetzt wissen wir auch, was das für ein Motorrad ist.
eine RD09, aber ich habe es die ganze Zeit schon geahnt, allerdings nicht gewusst. Ja, jetzt sieht es schon mal richtig gut aus, relativ staubfrei sogar. Die Lampe von hinten noch ein bisschen. Ist auch noch völlig eingestaubt. Jetzt sind die Leitungen, die vorher völlig verdreckt waren, alle schön sauber. Aber das muss noch alles gemacht werden. Das sieht furchtbar aus. Kann man das einfach hier rausziehen oder wie ist das gedacht? Boah, ich hatte sowas hier auch noch nicht. Und da tut er manchmal einfach einen Stöpsel rein. Aus welchen Gründen auch immer. Aber der ist da drin jetzt festgerostet. Ah, da kommt er. Ah, okay. So sieht das Teil also aus im Prinzip. So, und hier haben wir eine 30. Ich hoffe, die geht auf. Ich hoffe, die ist nicht so festgerostet. Ich hoffe, der Lenkanschlag bricht nicht ab. Ich hoffe so viel. Oh Gott. Ach, zum Glück. Hat sich zwar einiges verschoben jetzt, aber es ist egal. Muss mir eh zusammen mit dem Gabelholm wieder neu justieren. Aber wenigstens ist die Schraube aufgegangen. Ohne dass sonst was kaputt gegangen ist. Haben wir hier noch eine Scheibe drunter? Nee, keine Scheibe. Nur eine verrostete Matte. Dabei fällt mir ein, ich hatte schon obere Gabelbrücken, die waren total festgerostet. Habe ich bestimmt eine Viertelstunde dran gekämpft, bis ich sie abgekriegt habe. Aber bei der ist es zum Glück nicht so. Jo, hier ist relativ gut. Ist nur eine Schraube hier, also nur eine Mutter, die das Lenkkopflager hält. Wahrscheinlich noch das Original-Lenkkopflager, warum auch nicht bei den geringen Kilometern. 15,5 waren es übrigens. Ach, interessant, das ist völlig locker. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das vielleicht nicht locker ist. Hier hängt noch der Hupenhalter dran, ich mache den mal gerade ab. Teil. So, ich habe alles soweit befreit, dass ich es jetzt erstmal hier neben hinlegen konnte. Und jetzt nehmen wir endlich die obere Gabelbrücke raus. Die untere Gabelbrücke raus. Oh ja. Das sieht zum Glück noch relativ gut aus. Weil es gut gefettet war. Es fühlt sich auch gut an. Das Lager unten ist auch sehr gut gefettet. Trotzdem putze ich es mal ab. Und fette es mal neu. Tja, da muss ich mein Urteil leider revidieren. Schaut, wie die Kugeln aussehen. Die haben lauter Abplatzer. Und Roststellen. Die meisten. Die hier ist, glaube ich, die schlimmste. Die ist schon gar nicht mehr richtig rund. Und das hier sieht auch übel aus. Das kann man nicht lassen. Das kann man nicht wieder so zusammenbauen. Unmöglich. Und das Ding hat nur deshalb nicht gesponnen und nicht gerastet, weil es eigentlich locker war. Normalerweise müsste das mit ein paar 20 Newton angezogen gewesen sein, weil es ein Kugellager ist, ein Schrägschulterkugellager. Und die müssen normalerweise Drehmoment haben und das hatte nichts. Auch wenn es hier oben eigentlich noch gut gefettet aussieht, hier ist auch lauter Rost drin. Ja, machen wir neu. Aber ich habe es ja befürchtet irgendwo. So, ready for takeoff, oder? Das hat wenigstens eine Kante, ist auch schon mal ganz gut.
aufs Anlasserrelais. Ich habe vergessen, den Lappen drauf zu tun. Zum Glück ist da kein Kurzschluss passiert. Müssen wir nur noch eins finden. Ja, Lagerschalen-Show können wir uns fast sparen. Haben wir schon oft genug gemacht. Hier kann man also sehen. Huch. Fokus. Wie es hier eingeschlagen hat. Oder hier. Verzeiht. Wie gesagt, wenn das richtig angezogen gewesen wäre, hätte das gerastet. Tja, ich habe leider nur ein großes Teil. Das ist zu groß für das kleine Motorrad. So, Allballs Webseite. SLR 650 Suchfunktion. Gefunden. Nummer 22. Kann man sehen? Da oben steht es. 22 10 21. Hier steht es. 22 10. Wird man gleich zwei bestellen. Wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, was morgen kommt. Ja, Motorradteile 24. Das war das, wo ich eben gerade die Bremsscheibe bekommen habe. Die liefern von einem Tag auf den anderen. Das war gut. Deshalb bestelle ich da jetzt mal zwei. Vielleicht habe ich Glück und es kommt bis Freitag, dass es bis morgen kommt, wage ich nicht zu hoffen. Schauen wir mal. Hier ist so ein gelber Papp drauf. Das hat mir einer versucht, einen Griff festzukleben. Und ich habe echt gedacht, am Ende dieses Tages fahre ich eine Runde mit diesem Motorrad. Welch vermessener Irrtum. Ja, die Lenkerenden sind schon wieder schön. Jetzt kommt noch die Lenker mit. Wenn das jetzt mein Motorrad wäre, würde ich jetzt losziehen, würde mir vielleicht einen neuen Lenker kaufen, einen schönen Spieglerlenker vielleicht. Vielleicht neue Griffe, also Hebel, neue Griffgummis, vielleicht sogar Heizgriffe. Könnte man alles machen jetzt. Könnte man ein richtig, richtig schönes Motorrad rausbauen. Nur leider ist es nicht meins und ich brauche es auch gerade nicht. Und ich habe auch wirklich andere Dinge zu tun eigentlich. Eigentlich wollte ich mit der Ducati anfangen. So viele Eigentlichs. Eigentlich sollte ich ja nur den Vergaser reinigen, weil ich ja derjenige bin, der einen Ultraschall hat. Warum beißen mich immer die Hunde? Es ist fatal. Egal, was ich in die Finger kriege, es wird immer 10 Videos draus. Und immer fast eine Totalzerlegung. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht normal, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Ich frage mich echt, wie mein Meister das macht. Er kriegt jeden Tag 20, oder früher, als er noch richtig voll gearbeitet hat, haben sie jeden Tag 20 Motorräder zur Reparatur oder so. Und wenn der für jedes Motorrad eine Woche gebraucht hätte, dann wäre der nie fertig geworden. Aber ich brauche für egal welches Motorrad, was mir hier angeliefert wird, brauche ich ungefähr eine Woche. Und ja nicht gerade, weil ich faul bin oder so, ne, sondern weil es halt Schrott ist. Bisschen faul bin ich natürlich auch, weil ich arbeite morgens entweder in meinem Hauptjob oder ich editiere Videos. Dann gehe ich gegen Mittag ins Fitnessstudio und gegen 2 Uhr fange ich erst hier an zu schrauben. So läuft mein Tag normalerweise ab, dass ich erst gegen 2 Uhr anfange zu schrauben und den Rest des Tages mit anderen Dingen beschäftigt bin. Deshalb ist es eigentlich nur ein Halbtagsjob hier in der Garage. Wahrscheinlich dauert es deshalb so lang. Aber egal. Jetzt wisst ihr, wie mein Leben so läuft. Ja, Freunde, das ist ein Lenker. Damit kann man wieder ins Rennen gehen. So, die Gabelbrücken sehen zum Glück noch ganz gut aus. Wenig Rost am Lenkschaft. Bisschen Staub, Rost hier drin, wo die Gabelholme residieren. Da gehe ich gleich mal mit einer Drahtbürste rein, wie ich das immer mache, mit einer rotierenden. Und dann ist das wieder gut. Genauso hier. Hier muss man auch mal mit einer rotierenden Drahtbürste durch. So, jetzt werden wir aber erstmal das Parktool zum Dienst antreten lassen.
Das geht an diesen ganzen Zapfen hier vorbei, aber es sieht gut aus. Man kann diese drei Beinchen zum Glück noch ein bisschen verschieben, wenn man mal an irgendwas vorbei muss, aber so wie es eingestellt ist, ist es okay. Ihr kennt das Gefühl schon 30 Mal gezeigt. Aber eigentlich nicht gefühlt, sondern mindestens 30 Mal wirklich gezeigt. Nicht gefühlt, sondern echt. In echt. So, jetzt hoffen wir mal, dass es zieht. Vielleicht kann man ja noch mal was sehen für die, die es wirklich nicht kennen. Gelangt. Manchmal rutscht das Parktool einfach in dem Staubschutzring ab und battelt den nach oben, weil es mit der Klinge nicht da dahinter kommt. Das passiert ja relativ häufig eigentlich, fast bei jedem zweiten Mal inzwischen. So, das müssen wir kriegen. Es hat sich eine Lücke aufgetan. Neu angesetzt und jetzt kommt er. Sieht schon übel aus. So, ich drehe die Schrauben jetzt mal gerade raus. Dann stelle ich das Ding gerade so, wie es ist, ins Ultraschall. Das passt nämlich rein. Ich kriege zwar den Deckel nicht zu, aber das ist mir dann auch egal. Dann bleibt er halt auf. Wow, take me where the sun is shining, oder? Schrauben tun wir auch da rein. Ja. Ah, da ist auch noch genug drin. Jetzt wird es laut für euch. Ja, wenn das mein Motorrad wäre, würde ich die obere Gabelbrücke jetzt komplett abbauen bzw. das Zündschloss ausschrauben. Sieht auch übel aus da drin. Das Zündschloss ausschrauben, aufschrauben und würde die Gabelbrücke hier mal neu Pulver beschichten. Sogar ein golden oder so. Ich habe noch goldene Farbe da, dann passt zum Bremssattel. Also goldenes Pulver meine ich natürlich. Nicht Farbe. Farbe ist es ja in dem Sinne nicht. Goldpulver. Goldstaub habe ich da. Genau. So. Jetzt muss es aber mit so einer Katzenwäsche auskommen. Das wird härter, aber ich versuch's mal. Vielleicht habe ich auch noch eine neue. Ich habe eine Kiste, wo so Dinger drin sind, eigentlich. Ah, das pfeift. Ich glaube, mehr sollte ich auch nicht machen, sonst löst sich die Farbe ab. Ich habe jetzt noch ein paar Schrauben drin. Ein paar Schrauben, die dürfen ein bisschen länger. So. So, das war die letzte Ölung dieser Bürste. Mehr wird sie nicht mehr tun müssen bei mir. Danach darf sie in den Ruhestand. Ich glaube, das muss ich noch ein paar Mal machen. Ich stelle euch mal weg, ansonsten verletze ich mich noch. Jetzt müsste langsam sauber sein. So, es geht
den dann nochmal mit einem Eimer Fett rein. So. Reste entfernen. Jetzt ist schöne Fettspur da drin. Eine Lage, eine Moleküllage Fett. Und jetzt soll das nicht mehr rosten. So, Mülleimer in Position. Schleifvlies. Hat sich gelohnt. Jetzt ist der Dreck da raus aus diesen Führungen für die Gabelholme. Ich wünschte, ich hätte dieses Knäuel schon wieder entwirrt. So, was ist das denn hier? Junk. Ja, dieses Motorrad bekommt von mir jetzt echt ein zweites Leben. Wenn das jetzt wieder verspielt werden würde, wäre ich echt todtraurig. So, ich denke, die Schrauben sind jetzt lang genug gekocht. Gummistopfen habe ich auch geschaltet, das hat gut geklappt. Glänzt in der Sonne, alles wieder gleich trocken machen und einölen, damit es keinen Flugrost gibt. Ja, da kann man jetzt wieder drauf gucken, ohne dass es einem übel wird. Tja, die Spiegelstangen sind leider völlig verrostet. Was ist denn das? 14, ne? War das? Spiegel kann man ja leicht mal austauschen. So, wenigstens der Rost jetzt mal aus dem Gewinde raus. Ich weiß gar nicht, kann man das festschrauben? Wenn man einen Kreuzschlitz findet, wahrscheinlich. Weil es ist so locker. Ist das dafür gedacht? Oh ja, das ist dafür gedacht. Dann sind die Spiegel hier eigentlich bis auf diese Ärmchen noch ganz schön. Ich hätte da mal wieder so eine perverse Idee. Ich habe das schon mal gemacht, sowas. Ich habe mal. Das war bevor ich Videos gemacht habe, habe ich von meiner MT-01 die Schrauben, die außen am Anlasser waren, die habe ich auch mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Aber ich kriege den nicht um die Kurve, das hat keinen Sinn so. Ah, schade, das wäre ein Gag gewesen. Nee, dann halt nicht. Machen wir eine Moleküllage drauf. Wenn Ines es nicht gefällt, dann muss sie sich halt einen neuen Spiegel kaufen. Oder einen Satz, zwei Stück, ist ja nicht viel. Kostet ja nicht viel. Genau. So. Andere auch. Wo ist die Mutter? Hakt noch etwas. Warum hakst du? Naja. So, vorne kann ich zwar jetzt nicht weitermachen, aber hinten. Ja, neue Reifen, was haben wir? Wir haben Trail Max. 120, 90, 17, MC 64S. Genau, Dunlop Trail Max. Hab gerade gesehen, dass die Aluminiumblüte hier
weit gediehen ist. Deshalb muss ich hier mal gerade unter der neuen Bremsscheibe das Kletten her. Ah, lauter weißes Pulver. Es ist halt so ähnlich wie altes Dichtmittel entfernen. Strafarbeit. Mal wieder. Aber da das unterschiedlich aufwächst an den verschiedenen Stellen. Ah ja, jetzt haben sie die Bremsscheibe. Das hat keinen Sinn so. Ja, da splittern richtig die Dinge ab. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Jedenfalls kann man auf dem Junk keine neue Bremsscheibe montieren. Nicht wirklich, nicht ernsthaft. So, das war Part 1. Part 2. Part 3. Jetzt kommt Part 4, Schraubensicherung rausmachen. Man sieht, da kommt einiges. Ah, und die Speichen sind noch so kohlrabenschwarz, die Narbe ist noch so kohlrabenschwarz. Jetzt müsste man alles mal dampfstrahlen. Der Markus arbeitet ja direkt neben einer Autowaschanlage. Die haben so Dampfstrahlgeräte, die öffentlich zugänglich sind. Ich hätte das Rad da hingetan und hätte das Dampf gestrahlt. Dann wäre es sauber gewesen. Aber sowas fällt wahrscheinlich nur einem ein, der mit und für die Technik lebt. Das letzte Loch, auf dem kann ich dann pfeifen. Wow, was ein Flieger hier gerade hier drüber fliegt. Riesenlärm. Normalerweise haben wir hier im Osten von Frankfurt nicht so viel Fluglärm, aber gerade im Moment ist wieder mal heftig. Aber es ist ja auch Urlaubszeit. Die Leute haben Zeit für sowas. Ich nicht, wie man sieht. Vielleicht nächste Woche ein paar Tage. Mal gucken. Mit dem Motorrad wieder in die Berge fahren und so. Nach 7 oder 8 Wochen meine Frau mal wieder sehen. Ich werde es aber wiedererkennen, wir skypen jeden Morgen. Ah, hier blättert der ganze Lack ab hier. Wegen dem Aluminiumfraß. Eigentlich müsste man das Ding ausspeichen, komplett neu Pulver beschichten lassen und wieder einspeichen. Wenn das mein Motorrad wäre. So, Emblem nach außen. Passt. Kippelt nichts, da wackelt nichts, es ist perfekt. Ja, Laufpfeil ist in diese Richtung, Laufpfeil ist in diese Richtung. Was rede ich denn hier? Ich rede und ihr seht gar nichts. Also Laufpfeil ist in diese Richtung und hier der Laufpfeil ist auch in diese Richtung. Die Laufpfeile sind also in die gleiche Richtung. Und ich hoffe, dass der Reifenmonteur es richtig drauf gemacht hat, aber ich gehe einfach mal davon aus. Ja, Bremsscheibe hinten, 20 Newtonmeter und Loctite. Das waren die mit der hübschen 10 drauf. Es tut immer Schläge, das ist die Wärmeausdehnung von meinem Dach. Wenn es kühler wird, weil die Sonne gerade in einer Wolke verschwindet, oder wenn es wärmer wird, weil das Gegenteil der Fall ist, dann knackt es. Mein Dach passt zu mir, beide ein bisschen beknackt. So, 20 Newtonmeter. Und ja, ich habe eine Skala auf meinem. Die Skala ist zurück. Ich habe eure vielen Kommentare noch gar nicht gelesen. Hatte ich noch keine Zeit zu vom letzten Video. Bin ich mal gespannt, ob ihr das auch schon mal hattet mit dem Schrauben, mit dem Tremor.
Ja, Feierabend für heute. Es war wieder schlimm genug. Aber ich wollte noch Fragen beantworten. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. An eine erinnere ich mich. Es wollte jemand wissen, ob der TP-Sensor nachgestellt werden muss an dieser eigentlich nicht zugänglichen Schraube mit diesem Spezialsicherung. Dieser Justierschraube, die man nicht öffnen soll, nachdem ich dieses Teil eingebaut habe, dieses Plastikteil. Ich antworte wie immer als Hobbyschrauber, ich weiß es nicht. Aber meine Meinung ist nein. Und zwar, es kommt bei diesem Motorrad auf den TP-Sensor nicht so sehr an. Es kommt eigentlich fast gar nicht drauf an. Und zwar aus folgendem Grunde. Der TP-Sensor bei einem Vergasermotorrad beeinflusst über das Motorsteuergerät nur den Zündzeitpunkt. Was anderes kann es nicht beeinflussen, weil der Sprit wird vom Vergaser gefördert. Und das hängt ganz einfach von der Gasgriffstellung des Fahrers ab. Das heißt, der TP-Sensor kann im Prinzip die Gasgriffstellung des Fahrers melden an das Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät kann nur auf die Zündung Einfluss nehmen. Das Motorsteuergerät stellt die Zündung nach vorne bei steigender Drehzahl. Aber der optimale Zündzeitpunkt ist auch lastabhängig. Deshalb macht es Sinn, dass ein TP-Sensor an das Motorsteuergerät meldet, wie viel Gas der Fahrer gibt. Genau. Damit es den Zündzeitpunkt lastabhängig verstellen kann. Aber das ist geringstfügig eigentlich. Drehzahlabhängigkeit ist wichtig, Lastabhängigkeit ist nicht so wichtig, denke ich mir, als Laie. Und dementsprechend ist es überhaupt nicht kritisch bei einem Vergasermotorrad, in diesem Falle, wie er uns hier vorliegt, wenn der TP-Sensor nicht aufs Grad genau stimmt. Völlig anders und nicht zu verwechseln mit einem Einspritzmotorrad. Da ist die Gemischbildung, das heißt die Menge des Treibstoffs im Gemisch, ist nur oder in erster Linie, natürlich auch von anderen Sensoren, aber in erster Linie von diesem Sensor abhängig, also von der Gasgriffstellung. Das ist ganz essentiell. Deshalb muss es da haargenau stimmen. Also bei Einspritzmotorrädern kann man dieses Pi mal Daumen, wird schon passen, auf gar keinen Fall machen. Da muss es genau stimmen. Weil wenn die Gemischbildung beim Einspritzer nicht stimmt, bei zu mager kann es einen Motorschaden geben, bei zu fett verbraucht man zu viel Benzin und die Abgasreinigung funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Also das ist essentiell bei Einspritzanlage, ist wirklich essentiell, ganz essentiell. Eigentlich der Hauptsensor, kann man sagen, aber bei so einer Vergaseranlage ist es nice to have, aber nicht lebensentscheidend, auch nicht lebensbedrohlich, wenn man es nicht hat oder wenn es nicht aufs Grad genau stimmt. Ja, das war die Antwort darauf. Welche Frage gab es noch? Weiß nicht mehr. Einer hat angemerkt, dass es möglicherweise zu fest drinsteckt, dass das Plastikteil, was ich gemacht habe, dass es keinen Versatz mehr ausgleichen kann. Damit hat der Zuschauer den Versatz gemeint, der eigentlich immer da ist, weil nichts ja exakt 100% auf einen Mikrometer genau fluchten kann. Aber da habe ich entgegnet, auch in der Konversation unter dem Video, dass die andere Seite, also die Vergaserwellenseite, noch sehr frei liegt und auch der Nut und Feder nicht press ineinander sind, sondern ein bisschen Spiel haben, sodass also Versatzausgleich an dieser Stelle passieren kann. Ich denke, das ist völlig unkritisch an dieser Stelle, auch aus diesem Gesichtspunkt her. Und jetzt kommt der Thomas. Jetzt wird es Zeit, Schluss zu machen. Bis demnächst bei Sam's Channel. Die anderen Fragen machen wir ein andermal, wenn sie mir wieder einfallen. Hallo Thomas. Ah, sein Sohn hat er auch mitgebracht. Na schön. Also, macht's gut.